Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae Risky's Revenge. Beim letzten Mal waren wir hier in diesem Labyrinth und haben uns das erste von drei magischen Siegeln geholt. Und dafür mussten wir das Labyrinth einmal durchqueren und am Ende noch den Tintenfischbaron besiegen, denn der wollte sein Essen nicht bezahlen und das Siegel nicht rausrücken und der war ein ziemliches Arschloch zu uns. Ist einfach weggerannt. Tja, dabei wollten wir eigentlich nur mit ihm reden und naja, egal. Wie auch immer, wir haben auf jeden Fall damit das erste magische Siegel und wir haben unsere erste magische Tanzfähigkeit wieder freigeschaltet, nämlich die Verwandlung in den Affen. Und damit können wir jetzt hier auch ein bisschen die Gegend noch ein bisschen erforschen und verschiedene Gebiete entdecken, die wir vorher noch nicht entdecken konnten, einfach weil uns da die Möglichkeit gefehlt hat. Ja, hier kommen wir noch nicht vorbei. Der Steingolem versperrt einfach noch den Weg. Übrigens, das sind auch Golems, die schon im ersten Shantae vorkamen. Damals waren sie allerdings noch Gegner. Und die konnten wir gut mit einer bestimmten Verwandlung ausschalten. Ich werde jetzt mal nicht verraten, welche Verwandlung das war. Für diejenigen, die das erste Shantae noch nicht kennen. Beziehungsweise das ja auch noch nicht kennen. Dann ist das vielleicht noch eine kleine Überraschung für euch, was noch so auf uns zukommt. Und jetzt muss ich mal eben auf die Karte gucken. Wo können wir denn überhaupt hin? Ja, wir haben hier links und rechts immer noch so Gebiete. Gut, da rechts ist die Säule für den Warp Squid. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Aber die anderen Gebiete sollten wir uns schon mal genauer angucken. Zum Beispiel das hier. Ja, das ist schon ein Ort. Da kamen wir vorher nicht weiter, da wir nicht hoch genug springen konnten. Aber jetzt kommen wir dahin. Und da ist eine Schatztruhe. So, was ist da drin? Magisches Gelee. Sehr schön. Das werden wir noch sehr gut gebrauchen können. Deswegen nehmen wir das alles gerne mal mit. Ja, ich habe beim letzten Mal übrigens gesagt, dass wir als Affe ein bisschen höher springen können. Hab dann festgestellt, nö, ich kann genauso hoch springen. Aber das sind halt die obersten Pixel, die so hoch kommen. Das heißt, wenn ihr mal auf Shantaes Füße guckt, ja gut, dann kommen wir halt bis hierhin. Wenn wir aber in der Affenform sind, dann kommen wir mit den oberen Pixeln genauso hoch. Da wir aber kürzer sind, kommen wir halt an höhere Stellen dran. Und natürlich können wir an den Wänden klettern. Deswegen kommen wir mit der Affenform doch schon an Gegenden, wo wir vorher nicht dran kamen. Das Einzige, was uns irgendwie noch fehlt, ist eine Möglichkeit, wie wir in der Affenform angreifen können. Das wäre irgendwie noch ganz cool. Da gab es ja im ersten Shantae diese Talismane. Aber mit denen wir dann Sachen freischalten konnten. Also da gab es ja... Es gab ja vier Verwandlungen im ersten Shantae und zwar... Achso, hier ist die Warp-Squid-Säule, da wollte ich gar nicht hin. Könnten wir jetzt zwar nutzen, aber da ich erstmal noch die Gegend erforschen möchte und mir anschauen möchte, was wir alles noch holen können, denn da gibt es so ein, zwei Sachen, werden wir die jetzt noch nicht nutzen. Ja, da gab es vier Verwandlungen im ersten Shantae, nämlich die Affenform, die Elefantenform, Spinnenform, genau, das war die dritte. Und die Harpienform. Und die konnten nicht standardmäßig angreifen, bis auf den Elefanten, der konnte so eine Ram-Attacke machen. Achso, ja, hier brauche ich den Affen. Jetzt bin ich so irgendwie im Gedanken beim ersten Teil, dass ich komplett vergessen habe, hier weiterzuspielen. Ja, wir können einfach hier hochklettern, super. Aber wir konnten dann im ersten Teil so Talismane finden, mit denen wir Angriffe für unsere Verwandlungen freischalten konnten. Ey, weiß mich nicht. Und zwar für den Affen gab es da die Affenklaue. Hier kommen wir noch nicht rüber. Da fehlt uns noch eine Möglichkeit. Und da werde ich jetzt ganz bestimmt nicht so rüberspringen. Tja. Nein, egal. Wir gehen wieder zurück. Bringt jetzt leider nichts. Sind wir umsonst hier hochgegangen. Aber egal. Ja, mit der Affenklaue konnten wir halt einfach so ein bisschen kratzen. War ganz gut, konnten wir uns zumindest ein bisschen wehren und mussten uns nicht ständig wieder zurückverwandeln, wenn Gegner waren. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier auch wieder lebendig runter. Irgendwie... Aber ist das schon ein bisschen fies, in die Gegner reinzufallen. Kleine Herzen finden mich. Ah, immerhin ein bisschen Edelsteine. Komm her, du auch. Herz? Schade. Ja, dann vom Elefanten gab es die... Elephant Toad, so hieß sie. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was Toad auf Deutsch bedeutet. Auf jeden Fall war das eine Möglichkeit, dass wir dann so eine Stampfattacke machen konnten. Wir sind in die Luft gesprungen und dann rums sind wir mit dem ganzen Gewicht einfach auf den Boden gesprungen und haben damit Gegner geschädigt. Dann die Spinne hatte ja das Spinnengift, genau. Damit konnten wir dann halt Gift spucken, was ziemlich cool war, da wir damit so eine Fernkampfattacke hatten, die man nutzen konnte.
Hat man leider erst relativ spät freigeschaltet. Ich glaube, dafür brauchte man sogar erst die Harpienform, also die letzte. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber hey, das hat man trotzdem gut genutzt. Hier kommen wir auch nicht weiter. Nein. Aber wir kommen den Baum hoch. Ja, und die Harpie hatte dann am Ende auch so eine Klaue. Das hieß anders im Spiel, meine ich zumindest. Aber damit konnte man dann halt auch kratzen, was ganz gut war. Oh, noch mehr magisches Gelee. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Wie gesagt, das werden wir sogar in dieser Folge wahrscheinlich noch gebrauchen können. Sag mir nicht, du kommst jetzt nicht hoch. Dann gehen wir halt den kleinen Umweg. Legen nochmal hier den Gegner um. So. Ach so, wir sind jetzt... Oh, Moment. Moment. Stimmt, das war jetzt zweigeteilt. Gut, mit Rotti... Ja, wobei, wir können nochmal mit Rotti Tops reden. Vielleicht hat sie noch was Interessantes zu sagen. Jo, dieser Wald hat so einige Ecken und versteckte Orte. Deine Neugier kann sich echt auszahlen. Na, danke für den Hinweis. Haben wir auch schon so ein bisschen hier erforscht und ein paar Sachen gefunden. Ich meine, allein diese beiden magischen Gelees sind schon echt viel, viel wert. Toll. Magie brauchen wir noch nicht, haben wir noch nicht. Werden wir aber vermutlich auch in... Na, wobei bis auf den magischen Tanz natürlich. Aber das zählt für mich nicht als Magie. Das ist für mich einfach so eine Verwandlung. Aber wir werden in dieser Folge sicherlich ein bisschen mehr mit Magie machen. Also dann auch mit Sachen, die ich als Magie bezeichnen würde. So, na komm. Hallo. Dankeschön. Ja, wir sollten auch noch ein bisschen Geld sammeln. Und wo ich es gerade sehe, sollten wir vor allem auch ein bisschen Lebensenergie sammeln. Would you like to save? Natürlich wollen wir gerne speichern. So. Ah, nee, wir haben noch keine Zaubertränke. Gut, stimmt, da Heiltränke hatte ich mir nicht geholt. Dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht erledigen lassen, aber das sollte eigentlich gut machbar sein. Ja, aber eigentlich, Mann, jetzt hatte ich das mit den Talismanen erzählt und eigentlich wollte ich da noch den Bogen zu Risky's Revenge schlagen, warum ich das überhaupt erzähle. Und dann habe ich das ganz vergessen. Na super. Naja, solltet ihr ja mittlerweile von mir gewöhnt sein, dass ich einfach irgendwas labere und manchmal irgendwie mich ablenken lasse. Nämlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mir gar nicht mehr mal so sicher bin, ob es hier tatsächlich Angriffe für die Viecher gibt, also für die Verwandlung gibt. Ich meine nämlich nicht, also doch ein, zwei, aber nicht für jede. Also wir können noch andere Fähigkeiten freischalten, für die Affenform zum Beispiel. Da können wir noch was finden irgendwann, was wir jetzt noch nicht können. Mit dem wir auch in weitere Gebiete können. So viel sei schon mal verraten. Aber so einen richtigen Angriff kriegen wir da beispielsweise nicht. Was aber in Risky's Revenge jetzt auch nicht so schlimm ist, da hier die Verwandlung einfach so schnell geht. Und vor allem die Gegner warten, während wir tanzen. Das war im ersten Teil ja noch so schlimm. Und da hat im ersten Teil die Verwandlung auch so unglaublich lange gedauert. So, hier können wir jetzt übrigens mal sehen. Als Chantae kommen wir nicht drauf. Weil unsere Füße zu niedrig sind. Wenn wir jetzt aber in die Affenform gehen, kommen wir da hoch. Juhu, wir können auch eine Schatztür aufmachen. Und, ein Herzhalter. Ja, damit können wir jetzt mehr Schaden vertragen, denn wir oben sehen könnt, wir haben jetzt 4 statt 3 Herzen. Naja, relativ offensichtlich, dass das passieren würde. Die gab es ja auch schon im ersten Teil. Und das gibt es ja mittlerweile auch schon in einigen anderen Spielen. Das erste Spiel... Zumindest das, von dem ich weiß, dass das ja wirklich so implementiert hat, war The Legend of Zelda. Und davon hat sich Chantae eben auch inspirieren lassen. So, wir reden jetzt nochmal mit den ganzen Leuten, denn die haben uns jetzt noch neue Sachen zu sagen. Ja, Vogelscheuchen sollen eigentlich die Felder beschützen. Was ist nur schiefgelaufen? Ja, das wüsste ich auch gerne. Die greifen uns an. Keine Ahnung warum, aber naja. Wir haben keine Besucheranstecker mehr. Das ist schlecht. Ihr habt Besucheranstecker? Also Badges. Wobei Anstecker ist da vermutlich so der falsche Begriff. Keine Marken. Genau, Besuchermarken. Besucherausweise. Aber warum habt ihr Besucherausweise für die Stadt? Das ist schon seltsam. Bist du nicht mit Bolo befreundet? Der hat dich suchen, ist dich suchen gegangen in den Pumpkin Fields. Das ist ein Rechtschreibfehler, dass da Pumpkin steht. Also Pumpkin ohne G heißt ja Kürbis. Also es sind die Kürbisfelder, aber hier ist es Pumpkin. Also Kürbiskönig. Magst du meinen Hut? Ich mag meinen Hut. Ja, sehr schöner Hut. Aber steht mir bestimmt nicht. So, wir gehen mal eben... Okay, da steht Pumpkin Fields. Dann war das anscheinend nur ein Fehler. Wir gehen mal in die Pumpkin Fields.
und legen uns hier mit den Schlangenfrauen an, mit den Lamias heißen sie, glaube ich. Denn wir wollen Bolo einmal eben einen Besuch abstatten und mal gucken, warum er uns gesucht hat. Und danach gehen wir dann zurück in die Stadt und schauen uns mal an, was wir da noch so machen können. So. Aber es ist halt einfach... Ah, da ist Bolo. Aktivieren wir mal eben hier die Säule. Ja, was ist los? Ist es bereits morgens? Ja. Guck dir mal den Himmel an. Es ist hellblau. Alles klar, Zeit loszulegen. Der Warp Squid ist auf der Arbeit. Hallo Bolo. Okay, ich komme nicht dran vorbei. Ah, du musst den Bürgermeister sehen. Du musst den Bürgermeister sehen, ist da nicht die richtige Übersetzung. Du musst dich mit dem Bürgermeister treffen. Du musst zu ihm gehen. Blablabla, blablabla. So, er ist in seinem Happy Place, also seinem glücklichen Ort, im Seaside Retreat. In der Meereszuflucht. Strandzuflucht. Küstenzuflucht. Küstenzuflucht. Es ist am anderen Ende von Polyp Bay. Na gut. Er hat mir gesagt, dass ich dich damit bestechen soll. 100 Edelsteine. Sehr schön. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank, Polo. Müssen wir dem Bürgermeister mal Danke sagen. Denn wenn wir erst zum Bürgermeister gehen würden, dann würde Bolo hier nicht auf uns warten und wir würden die 100 Edelsteine nicht kriegen, was irgendwie ein bisschen schade wäre, denn die können wir echt gut gebrauchen. Von daher gehen wir mal wieder zurück. Wir könnten jetzt auch den Warp Skid nutzen, allerdings bringt uns das nicht so wirklich viel, denn ihr seht, von hier jetzt zur Stadt oder vom anderen Warp Skid zur Stadt, das tut sich nichts. Deswegen gehen wir einfach hier lang. Erledigen noch ein paar von diesen nervigen Lamias. Die waren ja im ersten Teil vor allem so nervig, weil sie einfach unglaublich viel ausgehalten haben. Und sie sind dann halt immer in die Luft gesprungen und haben so eine Schallwelle abgeschossen. Das Problem war, dass sie zielsuchend war. Die hat mich also immer getroffen. Und das war gar nicht so toll. Vor allem, da ich da nicht so viel Lebensenergie hatte. Das war ziemlich, ziemlich nervig. Deine Schritte nachzuverfolgen ist ein großartiger Weg, um seltene Schätze zu finden. Das ist so ähnlich wie das, was uns Rotty Tops schon gesagt hat. Hallo Sky, na? Hast du uns noch was Neues zu sagen? Wrench hat ein Zelt entdeckt, als er über die Wüste geflogen ist. Vielleicht solltest du es dir mal anschauen. Werden wir tun. Die Wüste ist... Ja, man kann es schon sehen, da unten links... sind so gelbe Bereiche mit Pyramiden im Hintergrund. Da kann man sich schon denken, dass das vermutlich die Wüste sein wird. Tja, und was es mit diesem Zelt auf sich hat, das werden wir natürlich irgendwann nochmal erforschen gehen. Aber wir kommen da momentan noch nicht weiter, da Bolo uns den Weg versperrt. Deswegen müssen wir wirklich erstmal zum Bürgermeister gehen. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich ein Meister in Feuermagie. Auf dem Weg kann ich alles wegbrennen, was auf meinem Weg steht. Na, dann verbrenn dich mal nicht, ne? Krüge sind immer mit irgendwelchen guten Sachen gefüllt und sie kommen in allen Größen und Farben und Formen. In allen Größen und Formen, ja. Hau sie einfach kaputt. Okay, kann ich auch den auf deinem Kopf kaputt hauen? Leider nicht, schade. Schade, schade, schade. Niemand hier in der Gegend könnte möglicher oder... Keiner hier könnte einen Golem zerstören. Also, warum halten sie diese komischen Schilder in die Luft? Tja, gute Frage. Vor allem dann den Weg zu versperren, ist der beste Weg, tatsächlich zerstört zu werden, ne? Ich bin so froh, dass du diesen schrecklichen Squid-Baron eins übergezogen hast. Ich weiß einfach, dass er 3 von meinen wertvollen magischen Gelees geklaut hat. Tja, und falls ihr euch erinnert, wir können auch mal hier gucken, wir haben jetzt 4 magische Gelees. Wir haben in dieser Folge 2 gefunden und in der letzten und vorletzten haben wir 2 im Labyrinth gefunden. Das heißt, einer ist noch übrig, aber wir hatten ja den einen Weg entdeckt, beziehungsweise gesehen, wo man unter Wasser weiter musste. Und eventuell ist der letzte magische Gelee ja da zu finden. Wer weiß, auf jeden Fall kommen wir da momentan noch nicht dran. Als Kind wurde ich von einer Familie von Tintenfischen aufgezogen. Ich habe allerdings niemals gelernt, mich zu teleportieren. Das ist eine Fähigkeit,
die ich vermutlich niemals verstehen werde. Oh, du Armer. Das wäre allerdings ziemlich cool, wenn man das auch anderen beibringen könnte. Also wenn Chanter sich zum Beispiel einfach so frei durch die Gegend teleportieren könnte, das würde vermutlich einiges einfacher machen. Ich mag dein Haar. Ach, danke schön, ich mag mein Haar auch sehr gerne. Hin und her, hin und her. Polyp-based, gefährlich. Warum hängt der Bürgermeister da rum? Der braucht wirklich mal ein Büro. Jetzt, wo du sagst, stimmt, der hat gar kein Büro hier in dieser Stadt. Das ist schon ein bisschen bitter. Hallöchen. Ich möchte ein bisschen einkaufen gehen hier. Willkommen im Itemshop. Ja, das haben wir uns beim letzten Mal schon angeguckt. Und man sieht, wir haben hier einige Sachen zu kaufen. Und jede Menge Geld, allerdings danach vermutlich nicht mehr. Und wir haben ja gesehen, dass wir hier, ich weiß gar nicht, ob ich das so ausführlich gezeigt habe, dass wir hier verschiedene Preise haben. Die Zahlen stellen halt die Juwelen dar, mit denen wir die Sachen kaufen können. Und da sieht man dann magisches Gelee. Und zu einem, vor allem hier bei der Silky Cream schon 3 magisches Gelee. Aber da wir ja schon welches gefunden haben, können wir das jetzt einfach einsetzen und hier gegen die seinige Creme tauschen, was ich mal sagen würde, machen wir jetzt einfach. Und zwar macht die Creme folgendes. Das läuft, glaube ich, hoffentlich jetzt da unten nochmal durch den Bildschirm. Ja, es repariert den Spliss in den Haarenden für schnelleres Peitschen. Und ich würde sagen, kaufen wir einfach mal. Ist zwar unglaublich teuer, aber Super Silky Cream haben wir jetzt als Nachfolger. Also besonders seidige Creme. Da brauchen wir wieder 3 magisches Gelee für. Na super. Ah, können wir uns nicht leisten. Aber das macht es, glaube ich, noch schneller, oder? Smooths and Shapes von Max Hair Power. Ja, damit verstärken wir unser Haar nochmal. Aber wir haben nicht genug magisches Gelee. Ich kann mal wieder nicht reden. Deswegen gucken wir uns erstmal um. Was haben wir denn noch hier? Wir haben noch 2 weitere Sachen, wo wir magisches Gelee für brauchen. Einmal Attract Magic. Zieht hingeworfene Items wie ein Magnet an. Nicht hingeworfene, hier gedroppte Items. Ich bin mir gerade nicht sicher, was fallen gelassen. Ist ja irgendwie eine doofe Übersetzung, finde ich. Und Magic Fill. Dein magisches Meter füllt sich automatisch wieder auf. Das könnte sogar ganz nützlich sein. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür genug Juwelen habe, denn das kostet auch nochmal 150. Und ich würde gerne erstmal Magie kaufen, und zwar den Feuerball. Benutze den Feuerball, um deine Gegner zu grillen. Nehmen wir doch mal mit. Und da sieht man schon, der Nachfolger gibt es auch, Spitfire. Und der kostet auch schon ein magisches Gelee. Also wir werden noch einige davon finden müssen, wenn wir uns wirklich alles kaufen wollen. Kaufen uns erstmal hier den Pikeball. Ja, drehe einen tödlichen Pikeball um dich herum. Kaufen wir auch mal. Und das ist das nächste Upgrade, Super Pikeball. Und wir haben natürlich noch den Stormpuff. Ein, ja, etwas schwierig zu bedienende Wolke mit einer elektrisierenden Persönlichkeit. Haha. Und Crushpuff. Ja, jede Menge Gelee. Hoffentlich finden wir das alles. Ich würde mal sagen, was wir uns auf jeden Fall auch noch kaufen, sind hier mal so ein paar Tränke. Da kaufen wir am besten direkt mal 6 Stück. Und so ein bisschen magische Tränke hier können wir auch gebrauchen. Und da demonstriere ich euch erstmal, wie die Magie funktioniert. So, wir haben den Feuerballzauber ausgewählt. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir den einsetzen. Genau so. Ja, was macht es? Es feuert halt einen Feuerball. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir den Pikeball. Solange der aktiv ist, dreht er sich halt um uns herum und haut Gegner. Kann man ganz gut als Schild einsetzen. Ist jetzt momentan noch nicht so kräftig, aber ich mag die Upgrades davon sehr gerne. Die werden wir uns hoffentlich bald kaufen. Dann haben wir noch den Stormpuff. Der funktioniert ein bisschen anders als im ersten Chanter-E. Denn im ersten ist er ja über uns erschienen und ist dann ein Stück weiter gelaufen und hat dann einen Blitz nach unten gefeuert. In Risky's Revenge geht er einfach nach oben und macht folgendes. Bam, bam, bam. Feuert halt ein paar mehr Blitze an diese 3 Punkte. Ist ein bisschen schwieriger zu benutzen, vor allem weil das halt direkt über uns ist und die Gegner müssen dann auch irgendwie kommen. Also für langsame Gegner, die uns verfolgen, ist es vermutlich ganz gut. Ich werde erstmal gerne erstmal den Feuerball. Und dann gucken wir mal, was wir noch kaufen können. Ich meine, da haben wir noch ein bisschen was. Ich würde sagen, dann kaufen wir uns direkt mal den Super Pikeball, oder? Ich meine, ein Gelee haben wir, 150 Juwelen, kriegen wir auch gerade noch so zusammen. Kaufen wir das. Und das nächste Upgrade, der Mega Pikeball. Tja,
sogar 2 magische Gelee und 300 Edelsteine. Das können wir definitiv noch nicht kaufen. Schade, schade. Aber wir können jetzt, man sieht, wir haben beide Zauber. Und dadurch, dass man hier noch so leere Flächen hat, sieht man auch, jeder Zauber hat genau 3 Stufen. Ist ein bisschen schade, dass man das schon so sieht, aber egal. Und dann gucken wir uns jetzt mal die 2. Stufe an. Die sieht nämlich folgendermaßen aus. Da haben wir schon 2 Bälle, die um uns herumkreisen. Ich glaube, sie bewegen sich auch ein kleines bisschen schneller. Auf jeden Fall schon ein ganzes Stück besser. Das lasse ich jetzt auch mal ausgerüstet, denn damit können wir uns ganz gut verteidigen. So, erforschen wir mal die Stadt noch weiter. Ja, ich würde ja die Welt mit dir retten, aber ich bin auf Pause. Tja, Zigarettenpause oder wie? Unglaublich. Ah, ich mag Rauchen nicht besonders. Also ich finde es ziemlich eklig, muss ich sagen. Und meistens stört es mich auch. Dann setze ich zum Beispiel, wenn irgendwie am Bahnhof geraucht wird, dann setze ich mich immer um, weil ich keine Lust habe, das die ganze Zeit irgendwie zu riechen. Und naja, ich finde es, also ich habe es mal ausprobiert. Ich finde es schmeckt auch einfach nicht. Von daher, egal. Ja, wir hatten hier den Bonus-Shop, beziehungsweise den Importraum. Den können wir hier nicht nutzen, da wir halt die Steam-Version haben. In der DS-Version, beziehungsweise der DSi-Version, auf dem normalen DS kann man das Spiel nicht spielen. Hatte ich ja erzählt, wenn man bestimmte Spiele hat, kriegt man hier Zeug. Und ich wusste nicht genau was. Ich habe mal nachgeschaut. Und zwar geht es tatsächlich nur um ein Spiel, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar das Spiel Mighty Flip Champs. Das ist auch ein Spiel von Way Forward. Und je nachdem, was man da gemacht hat, also wenn man irgendwie, keine Ahnung, das Spiel nur besitzt, kriegt man so und so viele Juwelen. Wenn man dann irgendwie alle Silbermedaillen oder so gesammelt hat, kriegt man nochmal so und so viele Juwelen. Und wenn man alle Goldmedaillen, dann kriegt man auch mal so und so viele Juwelen. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Je nachdem, wie viel man in Mighty Flip Champs schon geschafft hat, kriegt man halt hier Geld. Allerdings ansonsten keine besonderen Gegenstände. Das wäre zwar am Anfang ganz nützlich, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, aber wir schaffen das auch so. Von daher haben wir nichts verpasst, großartig. Und ja, ich muss sagen, ich habe Mighty Flip Champs auch selber nie gespielt. Deswegen, ich habe auch nur ganz grob das Gameplay im Kopf, deswegen kann ich es euch jetzt nicht erklären. Weil ich da nur diese irgendwie dunkel mich an irgendwas erinnere, was ich mal gesehen habe. Ich meine, ihr könnt es euch ja mal angucken. Way Forward macht eigentlich ganz gute Spiele. Von daher reden wir erstmal mit der Frau hier. Hast du vom Amo-Baron gehört? Er lebt draußen in der Wüste, hinter den Kürbisfeldern. Sein Auge gruselt mich allerdings ein bisschen. Okay. Das ist dann wohl ein weiterer Baron, den wir einen Besuch abstatten müssen nach dem Tintenfischbaron. Als ich ein kleiner Junge mit einem Vollbart war, hatte ich davon geträumt, dass ich eines Tages ein Fischer werden würde. Und jetzt bin ich es. Das ist eine Lektion für dich. Das ist sicher, Chantae. Okay, und was ist die Lektion? Irgendwie glaube ich auch nicht wirklich, dass du als Kind schon ein Vollbart hattest. Aber egal. Na, da kommen wir nicht vorbei, nach wie vor. Deswegen gucken wir mal hier weiter. Haben wir mit dir schon geredet? Ah, noch nicht. Du hast einen Tanzgeist getroffen? Oh, was für ein Glück. Ich habe gehört, sie nehmen das Gesicht an desjenigen, der sie findet. Ist das wahr? Wenn wir uns zurückerinnern, der sah schon aus wie wir, ne? Also nehme ich mal an, dass es tatsächlich wahr ist. Oder alle Genies sehen gleich aus. Das könnte natürlich auch sein. Wir kennen ja keine anderen. Warst du bereits in der Waldhöhle? Das hat eine verschlossene Tür drin. Vielleicht werde ich mich eines Tages da hineingraben, um mir mal anzuschauen, was da drin ist. Natürlich wäre es viel einfacher, wenn wir den verschlorenen Schlüssel hätten. Tja, da kamen wir noch nicht weiter, die haben wir uns schon mal angeguckt. Aber durch die Tür sind wir leider nicht hindurchgekommen. Aber ich bin mir sicher, dass wir den Schlüssel noch finden werden. Ich habe eines dieser Gelee-Dinger mir geschnappt in meinem Netz. Nein, nicht mir geschnappt. Ich habe eines dieser Gelee-Dinger in meinem Netz gefangen. Aber dieses komische Kind da hat es wieder zurückgeworfen. Ah, die Strömung hat es wahrscheinlich irgendwo hingetragen. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, darunter zu schwimmen und es zu holen. Das würde mich auch interessieren. Ich bin ein blödes Kind. Na, ich weiß gar nicht, was Dopey heißt, übersetzt. Sweet Water, ich glaube, zum ersten Mal. Oder ich nehme es zum ersten Mal richtig wahr. Ich fühle mich innen und außen seltsam. Vielleicht solltest du mal irgendwie was anderes anziehen. Weiß auch nicht. Das könnte eventuell helfen.
helfen oder mal zum Friseur gehen und ja, keine Ahnung. Das wird schon wieder. So, ich sehe gerade auf meiner Uhr, dass es sich jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich lohnt, noch zum Bürgermeister zu gehen. Oder? Moment. Ich gehe erstmal speichern. Aber ich glaube, es kam schon wieder so lange keine Aufnahme mehr und ich habe eigentlich gerade Lust weiterzuspielen. Ja, wir speichern. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Bürgermeister auf die andere Seite von Poly Bay. Und zwar ist das... Poly Bay ist das da oben links. Da seht ihr so ein, ja, ganz kleinen Pixelsonnenschirm, dieses rote Ding da mit einer Liege daneben. Das ist der Ort, wo wir hinwollen. Deswegen gehen wir da jetzt mal hin und dafür müssen wir an Shantais Leuchtturm vorbei. Also gehen wir einfach nach links und falls ihr euch an den Anfang erinnert, da gab es auch noch so eine kleine Schatztruhe, an die wir nicht rankamen. Aber da wir jetzt die Affenform haben, können wir da einfach hochklettern. Na, komm schon. Und uns mal angucken, was da drin ist. Allerdings glaube ich nicht, dass da irgendwas Tolles drin war. Nein, falsche Taste. Hallo. Ich meine, da wären nur Edelsteine drin gewesen. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, ich hatte recht. Und nicht mal wirklich viele. Das waren jetzt wie viele? 15? Na egal. Poly Bay. Ah, ich sehe schon. Ich verwandle mich mal in einen Affen. Jetzt kommen wir hier so ein bisschen... Upsa. An die Jump'n'Run-Passagen. Die ich ja so besonders gut kann, wie wir alle wissen. So, hüpf. Das könnte ich natürlich auch als Shantae machen. Also nicht in der Affenform. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass ich mich hier an der Seite von den Dingern festhalten kann. Falls ich mal irgendwie so einen Sprung nicht ganz gut packe, sollte das nützlich sein. Da habe ich die Palme gesehen, deswegen konnte ich da runter. Oh, eine Höhle. Was haben wir denn da drin? Gucken wir uns das doch mal an. Ein Ort, an dem wir noch nicht weiterkommen. Das sind wieder so Wände, da kann ich nicht hochklettern. Die mit den Noppen dran. Man sieht, ich gehe gegen die Wand, aber der Affe hält sich einfach nicht fest. Schade, schade, schade. Dann gucken wir uns das mal irgendwann anders an. Müssen wir uns merken. Müsst ihr mich zur Not dran erinnern, aber ich denke mal... Nein! Sehr gut. Wenigstens kostet uns das kein Leben. Sondern, also, es kostet uns Lebensenergie, aber... Upsa, man hat halt nicht dieses Lebenssystem wie im ersten Shantae. Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch das auf die Nerven, dass ich das die ganze Zeit mit dem ersten Teil vergleiche, aber irgendwie finde ich, muss man das tatsächlich so ein bisschen machen bei dem Spiel, dass sich halt im Vergleich zum ersten Teil wirklich, wirklich viel getan hat. Und viele Sachen ein bisschen anders sind, alles ein bisschen einfacher zugänglich, einfacher spielbar. Aber gleichzeitig ist es halt auch ziemlich cool. Also, was heißt gleichzeitig? Es ist ziemlich gut. Beide Spiele sind ziemlich cool. Sowohl der erste Teil als auch der zweite Teil. Und hier ist schon der Speichertyp. Okay, so lange haben wir gar nicht gebraucht. Natürlich speichern wir mal ein bisschen, da wir die Jump'n'Run-Passage geschafft haben. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch mehr kommt. Ah, natürlich kommt noch mehr. Okay, die kann ich nicht verletzen. Dann müssen wir das ein bisschen timen. Ich muss nicht mal mehr... theoretisch nicht mal hier drüber springen. Ich kann einfach drunter her schwimmen. Das wäre eventuell sogar sinnvoller. Ein Warp Squid. Ah, was ist los? Ist es bereits morgens? Oh Gott, jetzt muss ich tatsächlich gehen. Sorry. Alles klar. So. Schatztruhen. Meins. Jede Menge Edelsteine. Zwar trotzdem nicht wirklich viel. Ich meine, vorher hatten wir 31, jetzt haben wir 55. Das waren 24 Edelsteine. Irgendwie so richtig der geile Schatz ist es nicht, ne? Was haben wir hier? Magisches Gelee. Na, das ist nur wieder was anderes. Das ist gut. Nehme ich gerne mit. Der sitzt hier unter seinem Sonnenschirm mit Kuchen. Sieht ein bisschen aus wie Schwarzwälder Kirschtorte. Könnte sein, oder? Also sieht aus wie Schoko mit einer Kirsche obendrauf. Das ist halt keine Schwarzwälder Kirschtorte. Ein Schokokuchen mit Kirsche drauf. Und was ist das? Milchshake? Die Frage ist bloß, wie hat der Bürgermeister es geschafft, hier hinzukommen? Hat er irgendwie einen versteckten Durchgang oder so? Kann er sich teleportieren? Weil ich glaube nicht, dass er bei seiner Figur über diese fliegenden Dinger gesprungen ist, über die kaputten Brücken drüber. Gehen wir mal mit ihm. Oh,
Der Genie. Ich nehme mal an, du bist immer noch böse mit mir. Oder böse auf mich. Ja, du hast uns verbannt. Word has spread. Wie übersetze ich das? Das Wort geht herum. Die Geschichten gehen herum. Jetzt, da Risky Boots ihre Rache plant, ist Sequinan Palace. Hat Sequinan Palace Angst, Wagen zu schicken. Ohne unseren Fischtausch ist Scuttletown ziemlich am Arsch, würde ich mal sagen. Ich hatte gehofft, nicht darauf zurückgreifen zu müssen, aber tja, hier, du bekommst die Stadt, the Town Deed, die Stadturkunde. Was ist das? Die Urkunde zu Scuttletown? Ein sehr wohlhabender Mann von hinter den Wastelands hat mich schon länger unter Druck gesetzt, ihm die Stadt zu verkaufen. Ich habe natürlich widerstanden. Aber jetzt ist sein Angebot die einzige Hoffnung für unsere Leute. Also, nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, habe ich mich dazu entschieden, die Zügel ihm zu überlassen. Das Leben wird niemals mehr das gleiche sein, aber immerhin wird Scuttletown versorgt sein. Das war ziemlich doof, oder? Also nicht, dass ich jetzt nur eine besonders hohe Meinung vom bisherigen Bürgermeister hatte, aber je nachdem, was das für ein Typ ist, ist das eventuell gar nicht mal so cool, wenn der es übernimmt. Es muss doch einen anderen Weg geben. Wenn es den bloß gäbe. Aber ich fürchte, dass es der einzige Weg ist, einen stattlichen Betrag aus unserer Stadt rauszuhauen. Einen Moment, bevor es sie komplett zerstört wird, ist der einzige Weg. Bitte ehre mein Request, mein Dingens hier. Ehre meine Entscheidung. Ich sag's jetzt einfach so. Das ist nicht die richtige Übersetzung, aber bitte ehre meine Entscheidung als ein letzter Akt in deinem Amt. Finde den Ammo-Baron. Oh, von dem haben wir schon gehört. Und übergib ihm diese Urkunde. Das sind jetzt aber nicht so tolle Nachrichten, lieber Herr Bürgermeister. Bitte, übergib diese Urkunde dem Ammo-Baron. Es ist der einzige Weg. Na super. Erst schmeißt er uns raus, ne? Als Wächter-Genie und jetzt sollen wir auch noch Botenjunge für ihn spielen. Ist klar. Und was macht er? Er sitzt hier am Meer, lässt sich die Sonne auf den Pelz brennen und genießt seinen Milchshake und seinen Kuchen. Tja. Nee. Ja, da bin ich froh, dass ich ihn hier ausgeraubt habe. Ich nehme an, das sind seine Schatztruhen. Unglaublich. Lohnt es sich, den... Nein, da wollte ich doch hin. Egal. Lohnt es sich, den zu benutzen? Ich denke schon, oder? Wir wollen zurück nach Scuttletown. Teleportieren wir uns einfach mal zu den Lilac Fields. Und ich habe immer noch nicht nachgeschaut, ob Lilac wirklich die Blumenart ist. Egal. Wir teleportieren uns hier hin. Und gehen dann nochmal schnell zurück nach Scuttletown. Denn wir wollen speichern. Und dann würde ich sagen, ist unser nächstes Ziel die Wüste, da wo wir den Ammo-Baron vermutlich finden werden. Auf jeden Fall jenseits der Kürbisfelder, da wo Bodo uns aufgehalten hat. Hey! Und jetzt erklärt sich auch, warum wir da nicht vorbei durften, denn wir sollen erst die Urkunde vom Bürgermeister abholen. Sagst du jetzt noch was Neues? Nö, sagst du nicht. Okay. Tja, dann dürften wir Bodo jetzt vermutlich hier irgendwo finden. Moment. Nein, das war falsch. Ich möchte einmal hier hin. Haben wir überhaupt mit Mimik geredet vorhin? Ich glaube nicht, oder? Ah. Ach doch, hatten wir. Der hat ja von der Waldhöhle erzählt, wo er sich durchtunneln will, hinter die verschlossene Tür. Gut, aber mit Bolo reden wir auch nochmal. Ah, draußen in der Wüste ist ein sehr seltsamer Turm. Vielleicht lebt ja einer deiner Baron-Typen da drin. Danke für den Tipp. Werden wir uns mal anschauen. Aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge machen, denn ich habe schon wieder lange aufgenommen. Wir springen einmal zurück und gehen nochmal zum Speichertypen. Und dann würde ich sagen, upsa, nein, nicht zu Sky. Wir wollen natürlich hier in dieses Haus, oder? Ist doch richtig, ne? Jawohl. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut.